Nicht mal Trimax so bad, Digga, wirklich. Abbruch. Ja, der pretendende Boss. Schon mal ganz wichtig, dass Caruso keinen Sass auf mich hat. Und das habe ich gerade damit mehrfach geproved, glaube ich. Mehrfach einfach. In der Zwischenzeit kann man nur hoffen, dass Fabo ihn umgebracht hat. Die Cams waren gerade an. Wir schauen, was sich in Specimen Room bewegt. Und da kann man dann vielleicht killen. Richtig. Okay, keiner hier. Hm. Okay, jetzt auf dem Weg dahin muss auf jeden Fall jemand sterben. Ja, komm, wohnt mich raus, Digga. Scheiß drauf. Digga, scheiß drauf. Missplayed. Dass du gerade da um die Ecke kommst, komm, raus mit mir. Scheiß drauf. Aber Revi, du kannst doch einfach zugeben, wenn es nein, Digga, ist es wär, nein, es wäre zu obvious gewesen. Es wär schwachsinnig gewesen. Ich dachte, es wäre jetzt nochmal vorbeisteppt, aber war dumm. Aber sag mal, wer dein Kollege ist, damit wir die Runde schnell werden. Ja, sag mal, Revi, komm. Das ist Nico. Warte, wen? Waze Mode? Revi. Ja, genau, Waze. Ja. Wir voten jetzt Waze. Es ist Nico. Hä? Wer hat denn Waze gewotet? Das ist der Danny. Ja, ich hab doch gesagt, ich hab wenig geschlafen. Gönn, es kommt mit dem Mann. Digga. Digga, also da habe ich wirklich reingechoked. Ich habe halt nicht gedacht, dass er gerade kommt, weil es macht keinen Sinn, dass er da nicht hochläuft, wisst ihr? Das ist so ein Ding. Das war ganz bad. Das war ganz bad. Warte mal, ich glaube, ich weiß es. Fabo? Ja? Was hast du, nachdem du in Communication warst, gemacht? Ich habe geguckt, wo du hingehst und dann bin ich nach links gerannt. Glaub ihr, es ist Fabo, meiner Meinung nach. Ich wollte ja, wie ich will. Fabo, wo warst du? Okay, lass mich heute mal nicht reden. Ja, ich bin rausgerannt mit, ich weiß nicht, Simon war dabei, Danny, bis er rauskommt und geguckt, was er halt macht, weil Revi halt gerade gecallt hat. Okay, reicht. Ich habe noch eine andere Frage. Wo genau lag die Leiche, Waze? So bei Northwest, also so, wenn man quasi nach links geht. Maybe holt er das trotzdem noch. Nee, es ist Fabo, 100%. Trotzdem gutes Video. Der schlechteste Imposter-Kill aller Zeiten, Digga, wirklich. Bock hat, wie er will, aber dieses Egoistische, das bockt doch überhaupt. Ja, wenn man es weiß. Also ich habe aber auch mit Fabo voll lange in Specimen gechillt und er hat mich nicht gekillt. Also klar, ja, ich war die ganze Zeit mit Reavers unterwegs. Ja, gut, aber das kann natürlich auch gewesen sein, weil es dumm ist, in Specimen zu töten. Aber wir sind ein Imposter weniger, 6 Leute. Hätte ich auch killen können, als wir raus sind, aber. Ja, wir müssen nicht raus. Ja, ich will nicht. Eben, weil Revi ist safe. Also wir haben Fabo dann Heidi Sust, aber. Komm, Fabo vorne. Fabo hat noch genug Zeit auf jeden Fall. Sehr stark, Bro. Sehr, sehr stark. Wir machen Türen zu. Machen Türen zu, damit es keiner checkt und sabotieren nochmal hier. Und dann machen wir hier Tür zu. Sehr, sehr stark, Fabo. Sehr stark, Bro. Sehr stark. Maybe holen wir es doch noch über die Sabotation. Maybe ist es möglich. Sehr gut, Fabo. Sehr stark, dass du hier oben bist, Bro. Sehr stark, Alter. Scheiße, Mann, Digga. Der könnte das noch holen. Die kommen gerade nämlich den Aufgaben nämlich nicht so gut voran. Wenn er das jetzt smart played, könnte das noch was geben, Digga. Weißt du was? Lab zu. Wir machen hier zu. Nein, Fabo, warum? Fabo, lass mich sabotieren, bitte. Es ist Fabo, er kam gerade aus Specimen, ich laufe mit jedem. Der lameste Self-Report der Welt. Ja, kommt, Leute. Er war der Forschungsstars. Hä? Reapers hat ihn auch verteidigt. Kann auch Nico sein. Nein, Nico hat den Kill davor aber nicht gemacht. Oha, wie schnell ihr jetzt aber gebotet habt. Ja, Fabo, ich sag doch, Fabo, absolut blöd. Bro. Mickey, sag bitte nichts. Es war wirklich sehr unlucky Timing, weil ich nicht gedacht hätte, dass er nochmal in die Richtung läuft. Weil eigentlich macht Sinn, dass er halt hochrennt zum Fixen. Weißt du, was ich meine? War einfach blöd von mir getimed so. Revi, ich sag dir ehrlich, das war der schlechteste. Mickey, das war unlucky Timing, Digga. Das kann doch mal passieren, Bro. Digi, Mickey, warum bist du jetzt so? Guck mal, sag doch einfach, es war unlucky Timing. Boah, Digga, hoffentlich mal Map-Change, oder? Still in Ordnung. Bro, diese anders komplizierte Labyrinth heute. Es bringt nichts, wenn ihr die ganze Zeit so Dings sagt. Real Talk. Ich bin richtig sauer, aber auch ein bisschen muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ich bin nämlich aus folgendem Grund. Ich habe gerade eine richtig 1A Hasslatte bekommen. Kennt ihr Hasslatte? Wenn ihr richtig sauer seid und ihr kriegt dann, ne? So ein Ding war das nämlich gerade eben. Wer immer auch gerade frisch in Admin rein ist, hat da irgendwer gerade draußen in den Lernleiter auf frisch aus der Dusche raus. Sprachen lernen, Bubble. Ja, Danny, ganz kurz. Nochmal. Ruhe, Danny. Ja, nee, ich Tim Gabel redet. Okay. Tim, wie hast du gleich reportet? Warst du gleich bei mir? Ja, ich hab ich war gerade unten bei Admin. Warte mal, Tim, Kollege. Na, so nicht, so funktioniert das nicht. Die Leiche lag genau am Anfang von Specimen, Eingang in die Dusche, wo du da desinfiziert wirst. Und da ging die Tür auf und ich hab das da durchgelaufen. Und dann warst du wahrscheinlich noch im selben Raum wie ich, das mit dem gleichen Report. Deswegen hat Tim wahrscheinlich dann die Leiche getötet, weil Tim ist vor mir, Bestien reingelaufen und hat vielleicht dann Farbe getötet. Jetzt lass Tim reden. Also ich hab Danny nicht gesehen, aber ich bin, alles was er sagt ist richtig. Ich bin reingelaufen, hab Leiche gesehen, hab reported, bin von Admin halt reingekommen. Kleiner Flüchtigkeitsfehler hier, Tim. Nee, so, also warte mal, es kann auch Danny sein. Also, ja, es könnte auch Danny sein. Reapers oder Mickey, wer von euch stand
stand gerade ein Admin an der Lifeline? Ich stand da. Okay, hast du irgendjemanden gesehen vorher? Lights waren ja leider aus, aber hast du irgendjemanden gesehen in Admin? Da Reapers da und... Zwei Leute waren, glaube ich, da, aber ich bin gerade Lights hochgegangen. Am Ende war ich nicht da. Ich war noch ein Admin am Ende. Okay, also für den Kill sind Sass, Tim, Danny, ja, der Nico. Woher weißt du, wer da war? Weil ich in Security die ganze Zeit war. Warte mal, die Leiche liegt unten bei Specimen, oder? Achso, ja, ich war ja. Nicht oben. Also, nicht in Specimen, in der Dusche von Specimen. Ja, okay, dann, also Caruso ist von oben nach unten gerannt und nicht von unten nach oben. Ja, aber als letzten Call der ganzen Runde möchte ich anmerken, der Nico hat gescannt, ich musste auf dem Scanner auf ihn warten. Bin jetzt zu 50% safe, aber ich habe auch gescannt. Alter, jetzt fühle ich mich gut in der Runde und bin gleich tot. Danke für den Call. Ich schmeiße den raus. Viel Erfolg, ich laufe. Ich werde den jetzt einfach aus Stuart voten. Frage noch die Nacht wie in Frankfurt. Bullen sitzen hinter mir im Lambo. Das ist doch der Songtext, oder? Hat sich manchmal die Frage gestellt, warum die Polizei einen Lamborghini fährt in Deutschland? Ist es einfach so, wo wir sagen, ja, das ist halt so. Bisschen weird, oder? Naja. Ich liebe diesen Sound. Wenn eure Freundin dieses Geräusch macht, ist sie eine gute. Hier, mark my words. Caruso ist tot. Wir haben verloren. South. Nein, West. Die haben nicht verloren. Miki, wo bist du gerade? Weapons. Meteoriten abgeschossen. Immer noch? Bist du jetzt gerade noch da drin? Okay, weil wir standen ja mit Caruso da, ne? Und ich bin jetzt, also ich habe jetzt gerade quasi links in den Communication dieses Labyrinth gemacht, will quasi nach unten links durch Southwest laufen und da liegt direkt die Leiche. Danny war da nicht. Ich kam ja von rechts. Danny kam tatsächlich von da. Danny war auch unten. Deswegen bin ich ja oben gegangen. Unge kam tatsächlich auch von da. Ich habe noch in Camps gesehen, da war Danny bei Admin und Vitals und Unge kam dann auch von da und ist dann Richtung, Seismic Fix gegangen. Also Simon habe ich da auf jeden Fall gesehen. Ja, ich bin extra vor der Kamera stehen geblieben, falls du drin warst. Ich dachte, du wirst jetzt drin bleiben. Ich stelle mich so vor die Kamera, dass man nicht sieht, dass die Lampe rot leuchtet, weil ich dachte, der würde mich abschlachten. Sehr, sehr weird. Ich bin gleich wieder da, aber ich war so scheiße, dass du jetzt gerade weg bist, weil wir brauchen dich, weil du und Danny können die Einzigen in der ersten Runde gewesen sein. Was mich wundert ist, ihr habt euch beide gegenseitig nicht gewotet, obwohl ihr eigentlich alle anderen ausschließen könntet. Das könnte aber auch Unge in der ersten Runde gewesen sein. Ich hatte erstmal Lights out. Ich habe absolut gar keinen Plan, ob er es gewesen ist. Ich habe ihn nicht mal gesehen, Jungs. Das könnte doch auch Unge gewesen sein, verraten, oder? Weil ihr könnt mich auch raus. Aber Simon schießt auch wieder wie geistkrank. Also ja, das meine ich halt so. Bullshit. Gegen mich jetzt. Ja, auf jeden Fall. Ich sage euch eine Sache, Leute. Ihr könnt mir eine Sache zuhören. Der Einzige, wo wir sicher sind, dass er es nicht ist, ist Nico, weil Nico hat von Caruso Alibi bekommen. Caruso ist tot. So. Und ich hätte eigentlich von Danny ein sicheres Alibi bekommen müssen, weil wir waren zusammen in der Dusche. Ich bin aber links rausgelaufen und Danny ist runtergelaufen und der wollte mich nicht decken. Und Tim ist zu lost. Ich denke, Danny ist es. Macht Sinn, auch gerade mit der Kamera. Wir sind noch genug Leute. Gib Simon ein Stück weit recht, weil das mit der Kamera, was er gerade gemacht hat, das, was Simon gerade gesagt hat, Chat, also ich sehe den Chat obviously nicht, aber das, was Simon gerade gesagt hat, ist tatsächlich sehr nices Play, wenn man sich nämlich vor die Camps stellt und das Light blockiert quasi, dann sieht der Imposter nicht, dass gerade Camps aktiv sind. Wir schauen weiter. Camps sind an. Tim G. Unge ist schon länger tot. Ganz kurz. Okay, ich hab einen guten Call. Hast du gesehen, Ruhe, Ruhe. Ich hatte gerade einen Report-Button aufpoppen und Tim G hat gerade reportet und da Tim G eben auch schon mal sus gewesen ist. Ich glaube, dass es zu 99% Danny ist, weil Danny einfach ganz am Anfang, als wir gespawnt sind. Danny, lass ihn ausgehen. Ruhe. Weil er einfach straight gegen die Wand gerannt ist, um zu sabotieren und genau dann gingen auch die Doors zu. Generell vom Movement her hat er so gechillt. Ich hab Nico sogar random gesehen. Ey, guck mal, ich hab dich mal dort gesehen. Lights waren aus. Das ist voll der Dogshit, Mann. Naja, wenn du ich hab keinen Plan mehr. Lass den Ding nicht fertig werden. Wir müssen noch nicht voten. Ich hab geskippt tatsächlich. Weil ich mir bei Danny nicht 100%ig sicher bin. Also, es macht ihn sehr sass. Ich hab Danny gewotet. Ich hab Danny gewotet in Ehren an Unge. Okay, ich merke mir mal ganz kurz, wer hier so gepusht hat. Es war einmal Vase, der sehr gepusht hat. Und Tim G hat sich zurückgehalten. Interessant. Ja, macht Sinn. Nico ist auf jeden Fall safe. Nico, pass auf, komm mal mit mir, Bro. Danny ist wahrscheinlich tot. Vase haben wir nicht gesehen. Vase auch eben sehr auf Danny gepusht. Ich hab den Kill on Camps gesehen. Glaub mir einfach, es Reaps. 100%. Ich habe die Kill-On-Kill gesehen, der kam jetzt gerade auch entgegen. 100%. Und ich denke, deswegen gibt es auch keinen zweiten, weil Danny war safer, sonst wären wir jetzt schon tot. Nein, ich glaube... Auf jeden Fall ist er schon die ganze Zeit Mickey hinterhergerannt. Er wollte Mickey seinen Arsch, ich weiß nicht warum. Ja, aber hey, ist es nicht schlauer, wenn wir jetzt einfach Reaps beobachten? Nein, wir voten jetzt Reaps raus, Bro. Ja, okay. Er wollte dir die Schulter in die Schuhe schieben, Tim. Du wärst rausgerannt, hättest die Leiche gesehen. Er wollte dir die Schuhe in die Schuhe schieben. Oder Tim hat es gesehen und sagt extra. Oder Tim hat es sogar... Ey, ganz kurz. Tim hat es maybe auch gesehen. Und overplayed ist jetzt, weil Tim maybe second. Ja, aber sonst ist es Tim. Wenn es ehrlich ist, dann ist es Tim, weil die waren alle drei da. Also, ja, true. Weißt, oder sie sind beide. Nee, ich hab's nicht gesehen. Ja, nee, ist jetzt zu Ende, Tim, wenn er erstes war. Und ich bin mir sicher, dass es Reaps eigentlich war. Mann, welcher Botgeist macht denn hier seine Aufgabe fertig, Digga?
Nice. Let's go. Tim, du musst warten, wenn da jemand, wenn ich jemanden töten, musst du warten, bis jemand kommt, dann kannst du den töten. Das Reeds und Tim, waren es Reeds und Tim? Ja, ja, der ist ja, leider, okay. Tim ist leider weggerannt von der Leiche, der hätte dich töten können, wenn der da gekämpft hätte.